Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie Benkei sich zum Wohle unserer anderen Partymitglieder hier geopfert hat. Und ja, dann kam dieses komische große Viech irgendwie aus dem Boden. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech sein soll. Wir sind jedenfalls mit Pferden unterwegs und ich bin jetzt hier im Hauptmenü, weil wir ja mittendrin speichern konnten und ich wollte jetzt nicht irgendwas entdecken, was euch vorenthalten wollte. Und übrigens, ich habe den letzten Boss nochmal gemacht, aber mit dem Unterschied, dass ich vorher dieses unbefleckte Amalgane benutzt habe, damit jeder hier einen KP-Boost bekommt. Und ich weiß jetzt nicht, was passiert wäre, wenn ich bin ja jetzt nur mit 3 Charakteren unterwegs, weil was passiert wäre, wenn ich das dann eingesetzt hätte, ob dann nur die 3 das bekommen hätten und Benkei nicht, falls der wieder zurückkommt. Ich glaube sowieso irgendwie, der ist irgendwie noch am Leben und kommt nochmal zurück. Also so leicht glaube ich das noch nicht. Und ja, ich glaube, ich habe ein paar Waffen noch währenddessen aufgelevelt, aber nichts Dramatisches so. Jedenfalls machen wir weiter in der Story. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Es gab schon einige epische Plot-Twists. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Bin ja gespannt und ich suche meine Fernbedienung da. Sei es so dunkel, ich bin ja immer hier im schwarzen Raum am Aufnehmen. Wir sind nicht mit Pferden unterwegs, okay. Verhindern Sie, dass eindringende Feinde Hidehiras Lager im Tor erreichen. Und sagt nicht, ich habe jetzt hier eine zeitliche Begrenzung. So, ich habe jetzt erstmal eine Menge Kohle, die ich aber nicht ausgeben möchte, glaube ich. Yoshitsune fehlt ja immer noch ein Schwert. Ach ja, ich habe hier, glaube ich, auch noch einigen hier hochgeballert. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und jetzt muss ich den Fall doch ein bisschen alter machen, weil das ist ein bisschen zu laut für mich. Okay, wäre das schon wieder so eine Armee-Schlacht. Auf die habe ich keine Lust mehr. Lassen Sie Tore an den Eingängen herunter, die zur beiden Seiten des Haupttors in Korridor führen, um feindliche Invasionen aufzuhalten. Okay. Attackieren Sie die Seile, die Tore offen halten, um sie zu lösen. Nach Schließen der Tore müssen Sie alle Feinde besiegen, die noch auf dem Platz sind. Halten Sie sich zum Schließen des Haupttors bereit. Okay. Oh geil. Ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal hier Seile runterlassen, bevor wir uns mit irgendwen kloppen. Oh Gott. Geh weg. So, hier müsste ein Seil sein. Ja, hier sind sowieso noch gezwungene Gegner anscheinend. Jetzt haben wir nicht mal Benkei auch, fällt mir gerade so auf. Das könnte schwierig jetzt werden. Mein Gürtel war irgendwie am Leuchten. Ah. Okay. Ihr wisst, was das bedeutet. Die Viecher jetzt sind jetzt viel stärker, weil wir nicht die Rüstung entfernen können. Und hier ist irgendwo was. Meine Güte. Muss ich überhaupt gegen die kämpfen? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann geht mir erstmal aus dem Weg. Oh Mann, nicht die Viecher schon wieder. Shizuka. Ich sind die Seile. So, ich mache ich aber platt. Du gehst mir bestimmt auf den Nerven. Okay, doch nicht. Hier, okay, da ist ein Ziel, der ich gerade. Oh mein Gott. Alter, guck sich da wieder einer an. Das ist schon wieder so übertrieben. Oh, ich kann auch unterfallen. Ja, was? Guck dich einer da an. Ich habe mal wieder überhaupt nicht übertrieben hier. Wie aktiviert man die Dinger? X, ne? Ich kann aber nichts machen da. Wo sind die Seile, Mann? Irgendwas sagt mir, ich hätte die vielleicht doch erledigen sollen. Und der greift mich an, wenn ich am Boden liege. Geil. Ist schon wieder eine dieser Schlachten, ey. Oh Mann. Ach, bei jedem, okay. Davon. Oh Mann, das ist schon wieder.
Vor allem jetzt ohne Bänke wird das jetzt viel schwieriger als Spiel, habe ich das Gefühl. Warum kann ich denn das nicht aktivieren? Das Spiel ist echt nicht auf ausgelegt, gegen so viele Gegner auf einmal zu kämpfen. Wir sind hier nicht in Dynasty Warriors oder so, wo du mit einem Schlag irgendwie 50 Gegner im Umkreis von 30 Kilometern erledigen kannst. Das haben sie irgendwie anscheinend nicht so begriffen im Spiel. Oh Mann. Wir können, weißt du, Bänke ist hier im ersten Moment weg, ne? Was machen die? Tun direkt diese gepanzerten Viecher auf uns werfen. Das ist nicht fair. Aha. Ja, unser Kamui hat sich auch durch das Ding. Nein! Ah. Was? Ein sehr beschissener Zeitpunkt, dass ich das vermasse. Egal, die Panzerviecher sind auf jeden Fall weg. Das ist schon mal ein bisschen gut, beruhigend. Ja. Ja, du. Wie? Komm mal her. Ah. Warum sind immer Shizuka die verreckt, ganz ehrlich. Ist schon wieder einer dieser kranken Level, wo unnötig viele Gegner kommen. Ich glaube, wir gehen diesmal links lang. Ah, ja. Egal. So, jetzt aber richtig. Ohne Frecken. Oh, ich bin schon wieder hier. Oh, ist hier nur irgendwas? Ich dachte, es gab auch hier Kämpfe auf Pferden. Also laut dem Cover hier jedenfalls, auf der Beschreibung auf der Rückseite des Spiels. Da kamen irgendwie gerade Pferde. Aber irgendwie kamen keine Kämpfe mit Pferden. Ist also eine Lüge. So, erstmal hier wieder alles sammeln. Gehen wir mal hier hoch. Da kommt direkt auch wieder Gegner. So, hier. Was zum Teufel? Hallo? Ja, steigt doch. Abgeschnitten. Boah. Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Warum habe ich den Dinger jetzt direkt voll? Da voll getroffen. So. Es ist so, wir haben Bänke jetzt nicht mehr. Wie soll ich denn die erledigen? Ja, guck mal, ich habe mir noch gar keinen Schaden angerichtet. Ich muss ihn von hinten angreifen, weil das ist leichter gesagt als getan. Warte. Die haben wieder Vorstellung hier. Na, das war, glaube ich, ein Boss-Typ. So, jetzt du. Okay, das war gut. Schon wieder so eine unendliche Schlacht. Das passt mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Aber naja. Ach, verdammt. Mal sagen, warum ich das nicht schneiden kann. Ich dachte, ich soll das schneiden. Ja, nein, nein, jetzt greif doch.
Ja. Mann. Hey. Das ist doch sowas von dreckig manchmal. So, 1, 2, 3. So, du, komm her. Mann. Ich kann den nicht von hinten angreifen. Und ich kann das Ding irgendwie auch nicht angreifen. Was ist denn das? Wo ist er? Oh mein Gott, ey. Hat er gerade seinen eigenen Kollegen angegriffen? Also der Rolltyp da. Bitte verreck. Danke. Jetzt sag mir nicht, ich kann das Ding jetzt erst abschneiden. Hey. Was denn? Was, ja, jetzt kann ich halt erst schneiden. Willst du mich eigentlich verarschen? So, jetzt habe ich mich hier eingesperrt. Hätte ich vielleicht da gucken sollen, was da noch kommt an Gegnern. Kann man die Schilde von denen überhaupt erledigen? Ich war noch Bänke dafür. Wie stehen die sich denn da vor? Wäre ja, schon wieder nur am Rumrage und mich beschweren, ich weiß. Aber so muss das halt. So, haben wir es jetzt. So, was ist da? Ich glaube, du hast noch vernünftig viel. So. Ja, ich weiß, ihr Viecher. Ich mach platt. Geh da hinten, guck sich da mal einer an. Das reicht nicht bis dahin. Oh, oh nee. Ja. Ja, jetzt arbeitet die Kamera wieder nicht. Nein, es ist doch so was von klar. Geil, das hat es dicks gemacht. Danke. Ich hasse euch auch. Boah, er macht aber gut Schaden gegen die, hab ich das Gefühl. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, 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 aus dem Weg, 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 weg. Was zum Teufel? Okay, ich dachte, ich war das. Feuer! Der ist nicht da reingelaufen. So. Wahrscheinlich muss ich die erst da hinten erledigen, bevor ich irgendwie... Nein, ich will am Boden angreifen. Ich krieg die Krise. Wieder so viele Heil-Items wieder einsetzen müssen. Gut. Okay, warum mache ich die Viecher schneller fertig als den kleinen? So, Shizuka, du hast voll AP. Bitte nicht wieder verrecken. Ich weiß, das machst du gerne. Oh Mann, echt. Ja. Ja, du daneben. Ich krieg aber down. So habe ich diesen broken Angriff hier. Ja. 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 Geh weg, ey. Bin doch nicht am Boden, ey. Oh. Aber wie aktiviere ich jetzt das Ding? Au. Hallo? Aktiviere das Ding.
Wie die Viecher da fertig machen. Ja, keine Ahnung. Okay, jetzt wurde ich aber auch genug davon getroffen. Danke. Kann ich da runterfallen? Nö. Warum klingt so enttäuscht, wenn ich das sage? So, du, auf dich habe ich auch nein, aber noch einer hinten. Ja. Wir müssen aber schon ungefähr am Ende des Spiels sein, wenn ich jetzt schon einen Charakter verloren habe, oder? Wie gesagt, Belat, ich möchte nicht lange ohne Benkei herumlaufen. Macht das Spiel irgendwie noch 50% schwieriger, habe ich das Gefühl. Ach man, bleib doch. Oh. Ich glaube, hier hat er noch nicht viel. Ja, was haben wir denn noch hier? So. So, du Falke, erstmal, du gehst mir wahrscheinlich voll auf die Nerven. Ja, genauso. So, ganz viele von denen, ist klar. Ah! So, jetzt kann ich das aktivieren. Friss das! Glück muss ich nicht so gegen kämpfen. Mitten ins Herz! Da. Wird ja wohl irgendwie geholfen haben, oder? Da ist aber noch einer. Da sind noch ganz viele von denen, die aber alle fast tot sind. Okay. Ich kümmere mich nur um die Bosse jetzt. Und da ist noch so ein Teil. Okay, cool. Nichts gesagt. Langsam läuft's hier. Mal an die Niederlage, von vorhin ja mal vorbeischaut. Piu! Los. Ah, oh Gott, dieser Schmerz. Ah, ich hoffe, das hat sehr weh getan und jetzt einen langsamen, grausamen Tod gestorben. Oh, das war sehr dunkel. Ja, jetzt muss ich nur noch. Geh weg. Okay, geh nicht weg. Ich gehe trotzdem an dir vorbei. Oder wisst ihr was? Geht weg. Ihr geht mir noch gleich auf den Nerv, nicht sehr. Au. Das ist ein Wert. Gut, wenn ich meinen Kamui erhöhen kann, weil gleich kommt wieder so ein Raum und das wird wahrscheinlich wehtun. Weg. Also gegen einen ist kein Problem, aber kaum kommen irgendwie mehrere Gegner, nicht dran. Ein Gegner komme ich ja locker an. Deswegen kommen die Boss auch in letzter Zeit so einfach vor. Okay, der bleibt nur da und wir sind Bogenschütze, wissen wir auf den Nerven gehen, egal. Solange du da stehen bleibst, bleibe er da stehen. So, hier war ich ja auch schon gerade drin. Komischerweise muss ich erst alle Gegner hier fertig machen, um einen sein zu durchschneiden. Ihr mich auch. Bams. So, kommt mal her. Wer will auf Fraser? Wer auf Fraser? Was? Redet nur Bosse? Okay. Dann mache ich euch kalt. Hoffentlich kriege ich mal bald ein neues Schwert. Oh, verdammt. Okay, der ist weg. Der auch. Und der auch. Ist nur noch der große Bruder hier. Den ich wieder nicht angreifen kann, weil er. Nein. Komm her. Dann gleich mal gucken, was da überhaupt ist. In der Mitte. Wird ja beides irgendwie so abgesperrt. Ja, zum Beispiel hier deswegen. Da habe ich jetzt 5. Ich kann wieder die Lebenanzeige von jemanden aufballern. Geil. Der ist echt gewartet. So freundlich. Zu freundlich, der.
Deswegen werde ich ihn kurz und schmerzlos töten. So, war's, ne? Nein, war's nicht. Wie kann er das wagen? So. Oh, ein Seil. Ich glaube, ich kann es jetzt durchschneiden. Was? Bam. Ich mein so. Schlitz. Dieser geile da oben Soldat ist, der mir überhaupt nicht hilft. Oh nein, da kommt was Dickes durch, ne? Schließen Sie das Haupt, erinnern Sie Feinde durchs Tor zu dringen. Ja, kein Problem. Sie müssen erst alle Feinde besiegen, ehe es erneut geschlossen werden kann. Was du nicht sagst. So, wer will mal schnuppern? Okay, gibt es hier noch irgendwo Amagane? Verpisst euch! Habe ich erstmal da erkunden. Obwohl, das sind Bossgegner. Lass mich die erstmal fertig machen. Und sagen, habe ich gerade Amagane. Komm. Oh Gott. Oh. Ja, den Treffer habe ich kommen gesehen. Das sind nur Bossviecher. So, herkommen. Jetzt mache ich euch platt. Das sind Originalkampfgeräusche, wie es sie früher in Asien gab. Hoffe ich. Nein. Daneben der. Ein paar Tode hat er auf jeden Fall gesorgt. Ich hoffe, einige von denen waren auch Bosse. Also Kommandanten, was weiß ich. So, wer braucht denn hier noch mehr AP? Ja, Yoshizune. Muss mal als Hauptcharakter wieder ein bisschen vorlegen, habe ich das Gefühl. Wo Shizuka dauernd am Frecken ist. Also wie immer. Okay. Oh nee. Ja, das war daneben. Du da hinten. So also, wie du dein Knüppel schwingst, das erinnert mich voll an Benke. Was grad? Ich bin ja wieder am Verrecken. So, Shizuka. Mehr AP. Wie sie nur so wenig dazu bekommt, ey. Ich glaube, sie bekommt eigentlich genauso viel, so nur wegen der Start. Ja, ihren Start-KP kommt mir halt zu wenig vor. So, dich treffe ich aber. Und das zieht fast gar nichts ab. Das ist geil. Also, wenn wenigstens den seine Wellen irgendwie halt durchkommen würden, aber nein. Natürlich nicht. So, jetzt aber. Wir kommen von oben, das kann man nicht blocken. Dreck. Nein, schnell rein. Das zieht fast gar nichts ab. Danke. So, haben wir den erledigt. Komm her. Denkst du echt, du hast eine Chance gegen das Pinwheel? So am Boden angreifen, das ist steil. Haben wir jetzt hier alle? Ja, okay. Schließt die Tore! Schließt sie! Feindliche Verstärkung nähert sich der Festung. Wo sage ich immer unsere Verstärkung? Warum ich höre immer noch was von der feindlichen Verstärkung? Ey. Au! What? Kommt schon gleich auch noch welche durch, ne?
Da sind überall so Sachen, wo man hochspringen kann. Ah, warte mal hier. Bams. Bams. Kann ich ja nicht hoch? Nein, okay. Bams. Guck mal noch schnell was hier. Okay, da kann man so dahin. Du hast mich abgeschossen, Leckwisch. So, guck mal noch, was da ist. Machen den Schützen am besten auch kalt, weil der geht mir jetzt schon auf den Nerven. Bams. Oh, jetzt irgendwo. Dingens. Bams. Also zwei. Bams. So. Pack den Bogen weg, ganz ehrlich. Du auch. So, warte, nein. So, wo bist du? Du bist da, okay. Na gut. Dann würde ich sagen, den Rest der Festung befreien wir dann im nächsten Part von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich alle, die zuschauen, sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.